Lisa Sens, 3:1 Sieg und ihr habt es eigentlich euch ein bisschen selbst schwer gemacht. Ja, also danke erstmal zum Sieg. Es war auf jeden Fall ein kämpferisches Spiel. Gegen Köln wussten wir auch, dass sie da mit vielen Einzelspielerinnen kommen, die richtig was drauf haben, dass es nicht einfach für uns werden wird. Für uns war aber ganz klar, dass wir hier 3 Punkte holen wollen. Und ich denke, das haben wir auch auf dem Feld gezeigt. Klar gab es da die Einheitssituation, wenn man dann mal einen Fehlpass spielt, wo es dann torgefährlich wird für Köln. Du kommst von Meppen, du hast dich sehr gut in diese Mannschaft integriert. War es schwer am Anfang in einer Erstligamannschaft? Also persönlich muss ich sagen, dass es von der Mannschaft her recht einfach für mich war, reinzukommen, weil die Mädels total hilfsbereit und freundlich waren, haben einen direkt aufgenommen und das hat man auch direkt im Training gemerkt. Natürlich ist es nochmal was anderes, anspruchsvoller, härtere Pässe. Das Tempo war natürlich ein anderes als vorher in der zweiten Liga, aber das war halt genau das, was ich wollte und ich bin jetzt froh, hier zu sein. Und heute warst du auch noch ganz genau bei einem Tor, erste Halbzeit, der war gerade über die Latte. Das war natürlich ganz schön gewesen. Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Ich denke, in so einem Spiel muss man es auch mal mit Fernschüssen probieren. Und da habe ich mich einfach mal getraut. Und so einer kann natürlich auch mal reingehen. Letzte Frage. Nächste Woche geht es nach Wolfsburg. Da darf alles, muss nichts. Das ist also ein, lass mal sagen, lockeres Spiel. Ich würde sagen, gegen Wolfsburg wollen wir auf jeden Fall kämpferisch ran. Wir wollen die da auch ärgern. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Spiel läuft, ob wir da auch noch ein paar Punkte mitkriegen.